So, wir gucken mal rein. Wir haben einen Stab dabei. Eigentlich ist das ein ganz guter Shop, ne? Wir nehmen den Besen mit. Warte, ich habe noch 8 Gold. Hier. Handschuhe. Den Lümmel und den Lümmel. Perfekt. Was willst du mehr? Ich würde gerne den. Genau, ich würde es so machen. Wir können die Attack auf die Claw Attack nehmen. Oder wir bauen die Ding-Handschuhe. Entweder bauen wir die hier. Oder wir nehmen hier die Lümmel mit. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Claw Attack. Ich glaube, die sind besser. Ja, ich glaube, die sind besser. Oh, der hat eine Axt, der Lümmel. Oh, oh. Die tut echt weh, ne? Ich meine, ich habe eine Dorne. Ich habe ein bisschen Blind. Er hat aber die Banane. Aber dafür habe ich hier Knoblauch. Oh, er hat daneben gehauen. Er hat gemisst, glaube ich. Kann es sein, der hat daneben geschlagen, oder? Ah, hier. Da hat mein Blind von dem Besen gut gecarried, muss ich sagen. Zack. Claws Attack. Die haben wir relativ früh jetzt, ne? Ist ganz schön. Dann würde ich aber trotzdem den Whetstone einmal mitnehmen, glaube ich. Lass uns den mal einpacken. Genau. Mal so mit rein. Nehmen wir die Banane mit. Meine, langfristig war auch um die schon, oder? Sie würde auf jeden Fall reinpassen, wenn ich das alles ein bisschen drehe. Kohle? Why not? Let's go. Nehmen wir die Steine mit, ich überlege. Ich nehme die Steine mal mit. Mal gucken. Ja, der Whetstone ist nämlich immer ganz geil. Der pusht im Early Game so hart diese Waffen durch, ne? Und die Handschuhe geben mir ein Power, was auch ganz nett ist. Zack. Ein Power mehr. Und ein Power ist halt super gut für Berserker. Also super, super gut. Da wäre ein Gubat. Oh, der ist sehr früh leider, ne? Aber so ein Stahlgubat würde ich, glaube ich, fühlen. Wir werden schon noch einen finden. Oh, eine Whip. Okay, Moment. Jetzt müssen wir mal überlegen. Wir haben eine Whip da oben. Die wäre natürlich geil, ne? Die kostet aber 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6. Sehr teuer. Ich überlege, ob wir dann die Chain Whip vielleicht bauen, weil in dem Level schon die Whip zu haben, ist eigentlich ganz cool. Und ich meine, vom Gegner Buffs runternehmen ist halt auch geil, ne? Wir bauen die mal. Banane da rein. Ich hoffe, das war kein Fehler, aber nehmen wir mal mit. Das wird schon. Das ist halt ein Epic Item, müsst ihr euch überlegen. In der Stufe ist halt schon sehr, sehr gut. Die Claws of Attack machen auch noch guten Damage mit rein. Sind auch ein bisschen schneller jetzt durch natürlich die Dornen. Aber die Dornen sind jetzt auch schon wieder weg. Bupp. Das war's mit den Dornen. Jetzt kriegen wir keine mehr. Aber die Whip ist geil. Nice. Weil die braucht 6 Plätze, ne? Würde ich gerne mitnehmen. Da ist eine Tasche. Ich würde die sehr gerne mitnehmen. Also die beiden nehme ich auf jeden Fall noch. Kriegen wir die irgendwie entspannt rein? Dann machen wir eine Runde ohne Banane, würde ich sagen. Ja. Und Dorne muss man nicht mitnehmen. Eine Runde without Banana. Oh, der Gegner hat gar keine Waffe. Und der will nur überleben. Aber wir haben zum Glück gute Waffe und wir haben ähnlich viel Rüstung wie er. Ne? Und wir können die Buffs runterklauen, die er sich gibt. Es sind nicht viele, aber es sind ein paar. Und dadurch macht die Waffe natürlich auch mehr Damage. Unsere Peitsche. Bam. Runtergenommen. Und jeden Buff, den wir entfernen, der Damage wird erhöht.
Ja, ziemlich cool. Ich bin mir nur manchmal nicht sicher, ob das für jeden Buff zählt, den wir runternehmen. Auch wenn es nicht von der Waffe runtergenommen wurde. Wisst ihr, wie ich meine? Also was ist, wenn wir zum Beispiel einen Buff runternehmen mit den Tieren vom Ranger? Ja, mit den Ratten. Zählt es dann auch mit dazu? Hm. Nochmal Handschuhe, ja, ne? Why not? Dragon Claws. Machen wir so. Und dann nächste Runde die beiden. Ich würde die 2 Gold sparen. Wir sind relativ stark. Immer noch. Deswegen, ich spare mal die Gold für die Schuhe eventuell und für die Tasche. Gegner hat guten Schaden durch seine Peitsche. Gut, dass die Peitsche nicht auf die Feuer-Items gelegt ist. Wir kriegen aber nochmal 40 Rüstung. Sehr schön. Und ich meine, die Gloves of Power können wir auch nachher rauslegen. Die Wolverine Clown. Die sind auf Dauer nicht so relevant. Jetzt sind sie ganz schön, aber ich glaube, später brauchen wir sie nicht mehr unbedingt. Ah, sehr schön. Bupp. Sehr geil. Dann bauen wir hier nochmal die Schuhe. Wir bauen es jetzt schon mal richtig dick zusammen. Jo, die lassen wir so. Bin ich eigentlich zufrieden mit denen hier. Guck mal, noch den nächsten Item geholt. Noch eine Brustplatte. Okay, packen wir auch mit ein. Ich baue jetzt so viele Rüstung wie geht. Okay. Wir haben jetzt schon 3 Items. Und dann haben wir das 4. gleich. Das heißt, während Battle Rage sollten wir richtig abgehen. Ne? Und dieses Ding ist ja durch Battle Rage nochmal stärker am Ende. Wenn wir dann da reinkommen natürlich. Na, der Gegner hat viel Empower drauf, aber wir nehmen alles runter. Ne? Empower. Warte, wo kommt das Glück her? Wait. Ach so, von den Schuhen kommt es, genau. Die Schuhe hier geben ja Glück. Nicht wundern. Guck mal, der hat jetzt so einen Schaden von 20. Aber ich glaube, es wird nicht reichen. Also nur mit der Waffe werden wir nicht weiterkommen. Da müssen wir noch irgendwie was anderes mit reinbauen. Leute, guckt euch das mal an. Wir haben so viel Rüstung schon gebaut. Also nur die Peitsche ist, glaube ich, nicht gut. War das mit dem Stab? Der wäre eigentlich auch ganz schön, ne? Also den würde ich, glaube ich, fühlen. Aber wir brauchen davon... Wir brauchen auf jeden Fall Mana. Wir brauchen Mana und den hier, ne? Also wie kriegen wir Mana zusammen? Oder wir nehmen die Öllampe und buffen das Ding einfach durch. Das wäre später auch okay. Müssen wir gleich mal gucken, was wir machen. Aber wie gesagt, langfristig wird es, glaube ich, mit der Peitsche nicht reichen. Und ich glaube auch, die Handschuhe, diese bisschen Empower, die ich bekomme durch die... Das macht es auch nicht unbedingt besser. Mal sehen. Na, dran denken, wir kriegen nochmal Rüstung, ne? Auch wenn wir Hälfte AP haben. Und Heilung bekommen wir dann auch nochmal. Jetzt, zack. Also ja, ab jetzt wird die heilen, ne? Und nimmt 2 Buffs runter. Ganz cool. Zack. Wieder gewonnen, tatsächlich. Bumm. Jetzt schon doppelt Rüstung, ey. Holy moly. Und jetzt halt überlegen, was nehmen wir mit. Wir können zum Beispiel den Blacksmith nehmen. Das würde funktionieren. Wir können Chieftain nehmen, weil der gibt mir Mana und gibt mir Battle Rage Healing. Was ziemlich gut skaliert damit, aber wenig Items, ne? Ich glaube, ich nehme den Blacksmith mit. Ich glaube, der ist mit am besten. Wir haben halt 0 Platz. Warte. Wir brauchen dringend Taschenplatz. Eine Menge. Hier ist noch welcher. So. Gehen wir mal rein. Also, der Anvil muss am besten so. Und jetzt hat er 2 Waffen mit drauf. Also, so hat er 2 Waffen. Right. Aber so hat er auch 2 Waffen. Und das Ding ist noch getriggert. Hm. Dann hauen wir den hier mal hier hin. Ja,
Da ist noch ein Stern. Hier ist noch ein Stern. Ah, sieht nicht ganz so geil aus, ne? Also das hier ist halt irgendwie ein Meme. Die wären besser, wenn sie so wären. Und die Rüstung nimmt natürlich sehr viel Platz ein. Die müsste so sein. Hier so. Das ist gut. Okay, der ist schon mal ganz gut so gestackt. Kriegen wir den Lümmel noch irgendwie rein? Ja, der Wolpertinger wäre schon geil, wenn wir spielen könnten. Ich meine, der war im Angebot und der war nicht ganz nett. Ja, wenn der nächste Runde. Ich behalte ihn mal. Ja, das wird schon. Und das Gute ist, ja, für jedes Ding, was da mit drin ist, ja, bekomme ich schön Flammen. Oh, der Gegner ist ziemlich stark, ne? Wir nehmen eine Menge Buffs runter, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Wir werden uns nochmal healen gleich. Jetzt nochmal dick Heilung. Und dick Damage. Ah, doch, es geht. Okay, sobald wir Battle Rage kommen, ist GG, ne? Wir merken's. Ach nee, warte. Nevermind. Für jedes Ding-Item, was drin ist, mache ich mehr Schaden mit den Dingern. Und wenn ich ein Item baue, kriege ich eine Flamme. Sorry. So war es gewesen. Also wir nehmen jetzt... Ja, die Handschuhe sind leider in einer doofen Position da, ne? Ich baue auf jeden Fall die Dragon Claws. Ja. Ich meine, so kriegen wir einen Wolpertinger rein. Definitiv. Stimmt ja, mein Ding ist gar nicht an. True. So muss das, ne? Vielen Dank. Ich hab's komplett vergessen. Ja, Wolpertinger. Was machen wir mit dir? Könnte theoretisch auch das so legen? Macht das mehr Sinn? Wäre okay, ne? Das wäre auf jeden Fall in Ordnung. Dann nehmen wir noch einen Helm mit. Ja. Ich denke, Banane ist okay, wenn sie draußen bleibt eine Runde, weil wir haben jetzt den Wolpertinger drin. Ne? Es wäre halt geil, wenn wir noch Sockel kriegen würden. Das wäre ganz cool. Oh, der macht guten Damage. Der hat zu viele Buffs, die kriegen wir, glaube ich, nicht gut runter. Ne? Na, jetzt hauen wir schon gut rein. So, ab Battle Rage sieht der Schaden. Ne? Der wird dann schon böse. Was hat die für ein Damage mittlerweile? 29. Not bad. Einmal zuschlagen noch. Sehr schön. Bupp. Nochmal Gloves und eine Flamme bekommen. Und dann nehmen wir die Handschuhe nochmal mit. Aber jetzt wird, halt, wird es knapp. Ne? Jetzt müssen wir... eine Tasche finden. Ist aber noch so ein Helm. Also. Diese Wippe muss ein bisschen anders stehen. Die müsste so sein. Kann der nämlich damit rein? Und der kann so. Ich meine, je mehr Attack-Speed diese Whip hat, desto besser, ne? Je mehr, desto besser. Jo. Okay, mehr haben wir sowieso nicht, ne? Die hier könnte besser aktiviert werden, aber... glaube ich nicht so wild.
Ist das so in Ordnung? Ja, ne? Ich würde, glaube ich, die irgendwann rauswerfen, wahrscheinlich. Weil dann kann der nämlich woanders noch hin, ne, dieser Handschuh. Ich meine, ich kann ihn auch so liegen, theoretisch. Dann haben wir noch einen weiter mit drin, aber es macht keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Und ich meine, so ist er auf dem Wolpertänger mit drauf. Dann machen wir das nochmal so. Und da die Flamme rein und dann gib ihm. Und dann haben wir gleich noch zwei Helme. Die sollten auch noch mithelfen, ganz gut. Oh, Gegner hat sehr viel Karten, aber ich nehme, wie gesagt, die Buffs runter, ne? Der hat gut eine Attack-Speed hier. Jetzt kriege ich richtig Power. Ja, Battle Rage, zack. Und jetzt macht das richtig viele Attack-Speed durch die Handschuhe. Die während Battle Rage unglaublich reinpushen. Und Battle Rage ist Ende, aber wir haben gewonnen. Sehr schön. Und Survival-Modus. Und noch eine Flamme. Ja, jetzt hat die Überlegung. Ich nehme auf jeden Fall diesen Helm mit. Oh, ich brauche so dringend eine Tasche, ne? Hier. Bag. Und den Helm will ich eigentlich auch mitnehmen. Aber. Jetzt kriegen wir leider diese Sterne nicht ran an die Dings. Aber die Handschuhe sind okay. Perfekt. Wir müssen diese Bänder jetzt decken. Je mehr Bänder wir haben, desto länger sind wir in dieser Phase. In der Execute-Phase, sage ich mal. Ich könnte so ein Flammschild bauen, das bringt mich auch nicht weiter, ne? Ja, ich meine, 4 Damage für 12 Rüstung. Ich würde ein bisschen Damage machen in der Battle-Phase dann. Man könnte es theoretisch bauen, wir werden ja den Kristall aber mitnehmen. Es wäre eine Möglichkeit. Aber wir gehen erstmal weiter. Oh, der hat ein Dorn-Ivy-Bild mit sehr viel Poison. Der hat sehr viel Poison. Ja, so Poison runter nehmen wir auch noch was, ne? Was cool wäre. So, Battle-Phase, wir heilen wieder hoch. Bam. Sehr schön. Ja, der Schaden ist wirklich gut. Er ist natürlich nicht insaner Schaden, aber er ist einfach stabil, ne? Der gibt noch meinen Power mit dazu. Und dann würde ich jetzt das Amulett mitnehmen, weil der mir damit 2 Sekunden länger drin sind, ne? Ne, der Helm kann leider nicht gehämmert werden, ne? Leider nicht. Da brauchst du entweder diese Kappe für, die wir jetzt bauen, damit der Gegner weniger Heilung kriegt. Oder einen Trank für die Steinkappe. Wir bauen aber erstmal hier den. Weniger Heilung, weniger Buffs nochmal, ne? Leider nicht. Fände ich cool, tatsächlich. Und wie gesagt, 2 Sekunden länger Battle Rage bedeutet 2 Sekunden länger Buffs und länger Healing. Ne? On Hit. Ein Birdie? Hm, ich bin eigentlich zufrieden so. Mal gucken. Also das ist halt komplett Blacksmith Power hier, ne? Oh, der hat eine Excalibur. Mit. Hat er genug Mana? Ja, hat er durch den, ne? Er hat auf jeden Fall genug Mana, dass Excalibur durchdrehen kann. Aber ich nehme natürlich Buffs auch runter. Ich weiß nur nicht, ob es reicht, mit den Buffs runternehmen. 3 in Power. Schon ganz gut. Ich weiß, ob es reichen wird. Ne, ich glaube, er hielt sich zu hart gegen, ne? Meine Battle Rage leider auch zu Ende. Ja. That is too much. 300 HP. Na, Excalibur war zu viel. Nächste Maske, sehr schön. Dann bauen wir die noch rein. So. Noch eine Rüstung. Why not? Warum nicht, ne? Müssen einmal.
neue Rüstung da reinlegen. Da muss was runter. Und der ist hier. Oder ich baue die da oben eventuell. Das wird auch gehen. Warte, wenn ich die hier baue. Zack. Banane. Komm weg. Oh, ich würde gerne die Kohle bauen. Okay, machen wir so. Dann hat der wieder genug Sterne drin. Ne? Das ist einfach so ein richtiges, schönes Standard hier. Standard-Rüstungs-Blacksmith-Bild. Ne? Der hat einen Hammer. Aber wir haben eigentlich ganz gutes Anti-Hammer-Setup, muss man sagen. Wir haben zwei Helme, die ein bisschen Stun verringern. Wir haben viele Rüstung mit drauf. Ne? Eigentlich sollte das ganz gut gehen. Ne? Und wir nehmen ihm Buffs runter. Und er hat weniger Heilung. Aber... das sieht trotzdem nicht gut aus. Nee. Trotz Anti-Hammer-Bild, leider reicht es nicht gegen Hammer. Trotz dem Anti-Hammer-Bild nicht durchgekommen. So, nächste Rüstung. Eine Tasche. Gehen wir direkt da rein. Wunderbar. Dann legen wir die wahrscheinlich so. Der muss auch hier ran, ne? Und da kommt dann die rein. Und bam. Nice, noch so ein Amulett. Mehr Battle Rage. Und noch ein Wolverting, aber eigentlich brauchen wir keinen. Aber ich meine, er kostet nichts. Das ist halt. Oder so gut wie nichts, sagen wir mal. Und der kostet nur 6, ne? Ne, würde ich mitnehmen nächste Runde. Oh, können wir jetzt vielleicht. Sehr schön. Kriegen wir aber nicht rein. Ne? 2, 4, 3. Nee. Nächste Runde. Boah, hau ich noch ein Rapier rein? 4. Ich glaube ja. Ich glaube, ich werde nächste Runde die rauswerfen, die Dinger und Rapier reinpacken. Definitiv, ja. Wir müssen nämlich irgendwie ein bisschen uns updaten. Ne, langsam fehlt der Schaden, das merkt man. Und Rapier würde halt gut hochscalen. Nebenbei noch mit. Ist ein solides Item, was man einfach mit reinschmeißen kann. Ne? Na, guter Schaden. Den kriegen wir aber down, ne? Ja, sehr schön. Und boop. Ich denke, das ist ein guter Twist, wenn wir den jetzt reinpacken. Dann würde ich jetzt sagen, die gehen raus. Die Dinger hier. Und den legen wir jetzt hier hin. Zack. Ich denke, das ist solide. Und die dürfen dann gehen. Bumm. Und der kommt... okay. Der kommt auf jeden Fall mit. 5.
Okay, wo hauen wir den rein, Lümmel? Könnt ihr den drehen, theoretisch den da reinhauen? Dann fehlt aber leider eine Flamme. Aber wird schon. Ich meine, die können wir auch noch mit reinpacken. Können wir die nicht eventuell... Warte mal, kostet 4. 2, 3, 4. Ja, bin ich ja jetzt zufrieden mit. Nochmal ein bisschen Damage obendrauf, ne? Ich denke, das war ein Update. Also hoffen wir es mal. Ich hoffe, mein Stamina reicht. Irgendwie, der Gegner hat sehr gutes Setup. Unendlich Healing. Sehr viel Blind hat er mit dabei. Drückt die Daumen, Leute. Wird nicht einfach. Allein die Heilung ist insane von ihm, ne? Obwohl ich Heilung schon reduziere, müsst ihr überlegen. Ich habe schon Reduzierung mit drauf. Aber... ja. Eventuell habe ich mich mit meinem Ding doch gegrieft. Wir hatten Stamina-Probleme, ne? Tatsächlich. Obwohl wir eigentlich weniger Stamina-Kosten haben sollten. Ein bisschen wenig Stamina haben wir gehabt. Warum den da? Wollen wir eine Banane mit reinnehmen oder so? Würde das Sinn machen? Mal sehen. Ein dicker Hammer mit Hundis, oder? Naja, dicke Axt meine ich. Oh, der hat eine Vampiric Flask. Interessant. Das Gute ist, wir nehmen wieder gerade ein bisschen Buffs runter, ne? Obwohl es Stamina geht. Sobald wir nicht Battle Rage sind, ist es in Ordnung. Wird knapp. So, jetzt sind wir aus Battle Rage raus, ne? Ja. Einmal noch Zustand, Miste. Oh. Ich denke, das muss gehen, der Rapier. Tatsächlich. Eventuell war das doch ein Grief, liebe Leute. Chizo. Also jetzt haben wir den komplett zugesteckt. Aber komplett. Ich meine, Käse kann nie schaden. Eine Flöte kann nicht schaden. Hm. Steinhelm, why not? Oh, das ist auch geil. Der hat den Dingstab mit unendlich Rüstung. Der hat 440 Rüstung gerade. Leute, ich treffe so geile Builds gerade im Gegnerteam. Ne? Der hat 450 Rüstung. Junge, Junge. Mit diesen drei Tränken da, ne? Und den Schilden. Doppelt Moonschild mit Rüstung. Holy smokes. Das Ding ist, wir haben so eine gute Winstreak gehabt, ne? Bis hierhin. Aber im Late Game konnten wir irgendwie nicht scalen, leider. Das Late Game Scaling hat gefehlt. Muss man leider sagen.
GG's.